Vor einer Woche zeigte ich euch, wie aus der Bayerischen Staatsbibliothek ausgerechnet der Band verschwand, der es in sich hat und den ich noch beim Verfassen meines Buchs bestimmt online abrufen konnte. In meinem Telegram-Kanal habe ich euch dieses Dokument am 24. Juni hochgeladen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass das Gesprächsprotokoll zwischen Molotow, dem Außenminister der Sowjetunion, und Hitler vom 12. und 13. November 1940 überhaupt enthalten war. Denn der ehemalige Generalmajor der Bundeswehr, Gerd Schulze-Rohnhoff, fand heraus, dass diese Dokumentenbände von amerikanischen, englischen und französischen Wissenschaftlern herausgegeben wurden. Und er schreibt, es darf nicht wundern, dass die Akten dabei zugunsten der Sieger ausgewählt und auch gewaschen wurden. So ein ehemaliger Generalmajor der Bundeswehr. Wenn wir über unsere Geschichte getäuscht werden, dann täuscht man uns doch ganz sicher auch in unserer Gegenwart über unsere Zukunft. Hinterfragt und denkt selbst nach. Und ihr werdet das falsche Spiel erkennen. Unsere Zukunft und unsere Stellung in der Gegenwart sind in Gefahr. Ich werde in diesem Jahr noch viele wichtige aktuelle Themen ansprechen, aber jetzt ist es mir wichtig, euch die ganzen Geschichtstäuschungen zu zeigen, die euch Angela Merkel und Bundespräsident Steinmeier nicht erzählen. Und damit ihr das wisst, mit dem 2+4-Vertrag von 1990 wurde Deutschland ja angeblich doch völlig souverän, sagt man. Aber ich zeige euch neben mir eine Bekanntmachung der Vereinbarung vom 28. September 1990 zu dem Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Mächten, also den drei Siegermächten. Lest es einfach mal. Und darin heißt es dann, dass Artikel 7 Absatz 1 des Überleitungsvertrags aus dem Jahr 1954, viel Juristerei gerade, suspendiert sei. Und in diesem Artikel heißt es, alle Urteile und Entscheidungen in Strafsachen, die von einem Gericht oder einer gerichtlichen Behörde der drei Mächte, der drei Siegermächte oder einer derselben bisher in Deutschland gefällt worden sind oder später gefällt werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln. Tja, Wikipedia, eine Propagandaseite der Elite, und das sage ich in vollem Ernst, sagt nun, dass das aber keine Wirkung für die Kultusministerien hat, die die Lehrpläne für unsere Schulen zu verantworten haben. Tja, die Nürnberger Prozesse der Sieger enthielten allein 200 Seiten im Jahr 1946 im Rahmen eines Urteilstextes als integralen Bestandteil zur Vorkriegs- und Kriegsgeschichte. Lieber Gerd Schulze-Rohnhoff, ich sende Ihnen hiermit herzliche Grüße, auch wenn wir beides leider bis heute nicht gemeinsam vor die Kamera geschafft haben. Ihr Buch 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte, ist sehr empfehlenswert. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Ich hatte dem ehemaligen Generalmajor der Bundeswehr frühzeitig die Texte für mein Buch fremdbestimmt zukommen lassen. Durch ihn wurde ich auch auf den gerade geschilderten Sachverhalt aufmerksam. Wenn doch Wikipedia recht hat und die Kultusministerien endlich nicht mehr gebunden sind an die Geschichte der Sieger, so wende ich mich an die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten. Bilden Sie doch der Wahrheit endlich eine Gasse, Frau Merkel, Herr Steinmeier. Die jungen Menschen werden dann endlich den Schuldkomplex ablegen können, den man ihnen predigt, den Sie, Frau Merkel und Herr Steinmeier, ihnen predigen. Stattdessen streicht die Bayerische Staatsbibliothek einfach den Band mit dem Gesprächsprotokoll des sowjetischen Außenministers Molotow mit Hitler. Nach dem Intro werde ich der Wahrheit eine weitere Gasse bilden, was Merkel und Steinmeier bisher nicht tun und vermutlich auch niemals tun werden. Denkt an die Aussage von George Orwell im Jahr 1984, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Am 22. August 1939 flog um 9 Uhr abends der deutsche Reichsaußenminister Ribbentrop nach Moskau und unterschrieb dort einen Nicht-Angriffspakt mit dem russischen Amtskollegen Molotow. Da haben wir Molotow wieder. Bei dem deutsch-russischen Nicht-Angriffsvertrag vom 24. August 1939 gab es ein Geheimprotokoll, welches die Aufteilung Polens zwischen Deutschland und der Sowjetunion vorsah und noch viel mehr. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit der Kriegserklärung des Deutschen Reichs an Polen und der sowjetische Diktator Stalin besetzte Ostpolen ab dem 17. September 1939, wie in diesem geheimen Nichtangriffspakt vorgesehen. Begann dann am 30. November 1939 den Angriff auf Finnland mit seiner Roten Armee und unterjochte die Baltenrepubliken. Einiges habe ich ja vor einer Woche bereits angesprochen und die Sowjetunion hat dieses Geheimprotokoll 5 Jahrzehnte lang geleugnet. Gleich zeige ich euch jedoch, was die US-Politiker und ihre Vasallen in unserem Land uns bis heute vorenthalten.
Und dann Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Chef, Vizekanzler und heutiger Chef der Atlantikbrücke, der Amerikaner, oder ein Friedrich Merz, sein Vorgänger als Chef der Atlantikbrücke, oder auch ein Professor Max Otte, Mitglied der Atlantikbrücke und Chef der Werteunion, die werden euch das nicht erzählen, was gleich folgt. Deshalb sind alle drei meiner Meinung nach unwahrhaftig und fremdbestimmt. Und ich zeigte es euch bereits vor einer Woche im Video. Der sowjetische Diktator Josef Stalin von 1927 bis zu seinem Tod 1953 hatte bei den Nürnberger Prozessen jede Erwähnung des deutsch-russischen Nichtangriffsvertrags vom 24. August 1939 verboten. An die jungen Menschen unter euch, prüft alles, was ich hier sage. Ihr bekommt alle Quellen und Links dazu. Und wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Vor einer Woche zeigte ich, dass unser erster Bundeskanzler Konrad Adenauer nicht vom Überfall auf die Sowjetunion sprach, sondern die Präventivkriegthese vertrat. Ich finde erbärmlich, wenn der Chef der AfD, Tino Chrupalla, in Moskau und im Bundestag wie der AfD-Opa Gauland vom Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion sprechen. Die AfD-Spitze ist meiner Meinung nach genauso fremdbestimmt wie alle anderen. Und natürlich hat Chrupalla auf meine Nachricht nicht reagiert. Gelesen hat er sie, aber ich hätte von ihm, den ich für eine Marionette halte, meine Meinung, auch nichts als Antwort erwartet. Schon gar keine von ihm selbst. Augenzwinker. Und nun lese ich euch aus meinem Buch vor. Charles E. Bowen machte 1927 seinen Abschluss an der Harvard University und stand von 1929 bis 1969 im Dienste des US-Außenministeriums als ranghoher Diplomat, darunter von 1953 bis 1957 als US-Botschafter in Moskau. In seinen Memoiren schrieb er, wie der damalige deutsche Diplomat Hans-Heinrich Herwarth von Bitterfeld, der dem deutschen Widerstand um Erich Kott angehörte, ihm am Morgen des 24. August 1939 alle Einzelheiten des Hitler-Stalin-Paktes ausplauderte. Einschließlich der Teilung Polens im geheimen Vertragsteil. Bis auf wenige Kleinigkeiten entsprachen die Informationen Herwarths, den Bohlen Johnny nannte, dem Inhalt und Zweck des Vertrags. Bohlen konnte dafür sorgen, dass bereits um 12 Uhr mittags am 24. August 1939 ein Telegramm von der US-Botschaft in Moskau nach Washington ging und die Verantwortlichen dort präzise informierte. Johnny Herwarth war laut Bohlen vom Pakt deprimiert, denn er sah voraus, dass er einen Krieg gegen Polen bedeuten würde. Das sahen beide Diplomaten so. Nachdem der deutsch-sowjetische Vertrag dann in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1939 unterschrieben war und der US-Diplomat alle Inhalte am Morgen des 24. August 1939 erfuhr, haben weder Sumner Wells noch andere Personen aus der US-Regierung etwas unternommen, die Beschwichtigung rückgängig zu machen und die reale Bedrohung publik zu machen. Der deutsche Historiker Dirk Babendamm fragt, warum eigentlich nicht? Die Antwort kann nur lauten, dass der amerikanische Präsident lieber die Teilung Polens riskierte als einen Zerfall der Europäischen Friedensfront. Anders ausgedrückt, ebenfalls in den Worten Babendamms, Roosevelt wollte den Krieg und Polen rannte ungewarnt in sein Verderben. Und wir blenden mal ein, dass Sumner Wells dem britischen Botschafter noch kurze Zeit, bevor dieser Nichtangriffspakt zustande kam, versicherte, Polen sei nicht Gegenstand des Vertrages. Und das wurde zu keinem Zeitpunkt bis zum 1. September 1939 aufgelöst. Wir können das alles beweisen. Interessant, nicht wahr? Weil das steht nicht in unseren Geschichtsbüchern. In der Einleitung meines Buchs Fremdbestimmt erwähnte ich diesen Historiker Dirk Babendamm und es gab Vorwürfe an ihn durch Saul Friedländer. Und ich schreibe dazu, Saul Friedländer, der am 31. Januar 2019 im Deutschen Bundestag im Rahmen einer Gedenkstunde sprach, war Vorsitzender einer Historikerkommission zur Aufarbeitung der Rolle des Bertelsmann-Konzerns während der Hitler-Diktatur. Und zu dem Konzern gehörte damals auch RTL. Friedländer bestätigte damals, dass er für die Aufnahme seiner Tätigkeit eine Bedingung stellte. Der ehemalige Haushistoriker Dirk Babendamm musste diese Kommission verlassen. Dies konnte nicht anders sein, erklärte Friedländer, denn Babendamm habe, und jetzt kommt es, nicht die Art von Zeitgeschichte geleistet, die wir machen müssen. Vielleicht versteht ihr alle, worum es hier anscheinend geht und was in Deutschland eine unerwünschte Wahrheit ist. Deutschland, das ganze deutsche Volk, trägt die Alleinschuld. Denn damit muss natürlich auch der Schuldkomplex der Menschen in Deutschland genährt werden. Ich sage das ganz deutlich, unser Land steht in den letzten 120 Jahren im Zentrum der Fremdbestimmung und Täuschung in der Welt. Unser Land. Und nutzt bitte den Download-Link der Fußnote 494 zu den Memoiren des ehemaligen US-Botschafters Charles E. Bowen. Ich habe, das Buch steht ja hier, ich habe dafür viel Geld bezahlt, aber ihr könnt es ganz einfach downloaden. Und macht euch dann bitte selbst einen eigenen Reim auf all das. Hitler-Chefdolmetscher Dr. Paul Schmidt war übrigens bei der Reise Ribbentrops nach Moskau dabei
und bei dem Rückflug am 24. August 39 um 1 Uhr mittags nach Berlin hatten die beiden Maschinen Jagdschutz erhalten, da laut Schmidt in den letzten Tagen mehrfach Lufthansa-Maschinen von der polnischen Flak unter Feuer genommen worden waren. Der Eisenbahnverkehr mit dem Reich ist heute eingestellt worden, schreibt er auch. Selbst in diesem Umfeld war die polnische Regierung nicht zu Verhandlungen bereit. Und am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, ohne dass vorher ein polnischer Diplomat in Berlin erschien. Tja, am 24. Juni 2021 habe ich in meinem Telegram-Kanal zwei Kapitel meines Buchs für jeden kostenlos veröffentlicht. Lest es und überprüft alle Quellen. Kapitel 6.1, wer England täuschte, Polen das erste Opfer wurde, und das Kapitel 6.2 zum Unternehmen Barbarossa. Wir werden erkennen, dass uns die Lüge regiert. Anders kann ich das gar nicht beschreiben, denn Menschen wie Gerd Schulze-Rohnhoff und ich, die der Wahrheit eine Gasse bilden wollen, werden ausgegrenzt, isoliert und wenn man könnte, würde man uns gerne auch wirtschaftlich vernichten. Das ist das Deutschland heute, wo 44% der Menschen Angst haben, ihre eigene Meinung zu sagen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Allensbach. Niemals war der Wert so hoch wie heute. Und der bisherige Höchstwert lag 1953 bei 25% und 1991 bei 16%. Vor wenigen Tagen war ich bei Doris Ulf Kotte eingeladen, der Witwe von Udo Ulf Kotte, der 17 Jahre für die FAZ arbeitete und danach Bücher schrieb wie gekaufte Journalisten. Das war ein großer Spiegel-Bestseller. Er lebte bis zu seinem Tod am 13. Januar 2017 mit der Maxime von Augustinus Aurelius. Lieber mit der Wahrheit fallen, als mit der Lüge siegen. In diesem Sinne Gottes Segen und ich bekenne mich ausdrücklich zu meinem Glauben an Jesus Christus. Auch wenn ich 2007 die katholische Kirche verließ und keine irdische Institution für meinen Glauben benötige. Gottes Segen für euch, alles Gute und ich hoffe auf bald.